Hallo, ja, da bin ich wieder. Ich wollte den Fernseher, zumindest die Halterung jetzt mal dran machen. Irgendeiner muss es ja machen, ne? Ich kann den ganzen Mist hier wegtun. Aber der Fernseher ist so groß, da kann man gut drauf gucken. Also das ist nicht zu weit weg. So, das ist das. Jetzt messen wir erstmal die Wand aus und suchen uns die Mitte. Brille, ganz wichtig mittlerweile. Die Augen werden einfach nicht besser, ne? Zwei Meter 60 ist 1,30 Meter. Na, Chucky, Liebchen, na? Geht es dir gut? Ich habe hier so Dübel gekauft. Habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Keine Ahnung, was das ist. Die sollen auf jeden Fall, das sollen Hohlraumdübel sein. So sehen die aus. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wirklich. Gar keinen Plan, ey. So, jetzt müssen wir mal gucken, was brauchen wir denn da für einen Bohrer? 10 mm. Was habe ich hier? Ich habe hier einen Achter. Habe ich keinen Bohrer hier? Hallo. Das ist ja scheiße. Da muss ich einen holen. Bis gleich. Eigentlich sollte das ziemlich flott gehen. So. Wir bestücken jetzt erstmal den Akkuschrauber. Das ist ein 8er Bohrer. Ein 10er Loch muss da rein. So, ich habe das jetzt abgemessen. Also ich hätte die Halterung gerne 1,20 Meter von unten. Das heißt also, hier ist die oberste Kante zum Einhängen vom Fernseher. Wenn ich den einhänge, ist der noch 60 hoch. Das heißt also, der geht bis hier. Sollte eigentlich flott gehen. Schauen wir mal. Wie ist die Halterung? Jetzt. Ich habe nur zwei Hände. Ich habe ja nur zwei Hände. Probieren wir das einfach aus. Kann man sehen? So, ich habe ja das 8er Loch. Ein 10er muss da rein.
ist ein 10er Loch draus. Da haben wir ein 10er Loch draus gemacht. So, jetzt wollen wir mal gucken, was ist denn hier alles dabei. Gut, das ist jetzt alles für normal in eine normale Wand. Hawaii. So kommen die rein. Sieht ja schon mal professionell aus. Ich mach mal aus. Ich muss das leider teilen in das Video, weil ich zwischendurch immer was geholt habe. Deswegen auch das an- und ausschalten. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Okay. Brauchen wir ein Bit. Hier sind die Schrauben. So. Oh. Ab ist es. Das war Nummer 1. Sieht doch schon fast gut aus, oder? So. Machen wir erstmal die zweite Seite dran. Moment, nee, ist ja noch. Ich muss immer unter 5 Minuten bleiben, sonst kann ich ja nicht rüberladen auf meinen PC. Bei dem PC habe ich ja Schneideprogramm. Jetzt machen wir dasselbe noch mal in Grün. Was hat denn jetzt? Unglaublich, ey. Ich habe ein Pech. Da ist gerade so ein Holzbalken zwischen. Leck mich doch am Arsch. Ey. Kann doch nicht sein. Also, das passiert nur mir sowas. Machen wir ihn hier hin. Zum Glück sieht man das eine Loch nicht. Versuchen wir mal da unser Glück. Ja, ich muss nachher alles sauber machen. Zehner Loch wieder rein. Jetzt muss ich da so einen Dübel herhalten.
abbrechen und so weiter und so weiter. Ich wechsle mal wieder. Okay, da bin ich wieder. So, jetzt machen wir eine Schraube hier rein. Also das mache ich jetzt insgesamt viermal. Nur jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, damit es auch gerade hängt. Das ist alles gut und schön, was ich hier mache, aber ich bin echt doof. Ey. Ich hätte schon alle vier Löcher bohren müssen, nicht nur zwei. Das heißt also, ich mache jetzt wieder einen ab, eine lose, mache jetzt die zwei Löcher rein. Die zwei. Pass auf. So, einmal hier und einmal hier. Jetzt mache ich das Ganze wieder ab. Ah, manchmal ist es ein bisschen umständlich. Ey. So. So, 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 so. Und dasselbe Spiel von vorne. Ach, ey, ich bin manchmal so ein Trottel, ey. Kann ich mich selber ohrfeigen. Mann. Nee, nicht schon wieder, ey. Mensch, das ist doch scheiße. Probier mal hier. Boah, ich hab demnächst alles für Löcher in der Wände. So, gebohrt ist alles. Jetzt komme ich zu anderen Dübel. Ihr wisst ja, dass die Dübel total teuer sind. Die kosten 4,70 Euro oder so. Wahnsinn, ne? Für ein bisschen Plastik. Naja. Da kommt einer rein. Rein. So, jetzt wird wieder abgebrochen. Ja auch. Wenn die jetzt nicht klappt, ne? Dann durch. Ich glaube, andere Leute von euch, also ihr braucht bestimmt nur 10 Minuten dafür. Ich brauche 2,5 Stunden. Aber wisst ihr was, ist mir egal. Hauptsache ich mache anständig. Für die Elke. Ist alles für die Elke. So, was brauche ich jetzt? Jetzt brauche ich für die Wasserwaage.
ist gerade. Was ist das denn? Das ist eine ganz falsche Schraube. Oh nein, hab ich keine Schraube mehr. Ich muss doch mal aus meinem Schraube holen. Wuppdiwupp bin ich wieder da. Wisst ihr eigentlich, wofür ich das alles mache? Für die Elke. Weil die immer sagt, oh, ich würde gerne ein bisschen Fernsehen gucken im Bett. Ja. Und dann mache ich das. Immer noch gerade. Es ist und bleibt gerade. Man muss halt mal für seinen Partner auch zwischendurch mal was machen. Das ist halt nun mal so. Ist ja ein Geben und ein Nehmen. Ich meine, deswegen leben wir ja zusammen. Wir versuchen ja so schön unser Leben zu machen, wie es nur geht. So. Sieht gut aus. Hab schön gemacht. Das hält. Ja, da hänge ich jetzt den Fernseher dran auf. Und dann war das. Ne? Tja, Leute, ich weiß nicht, ob das so aufregend für euch war. Für mich war das aufregend, aber was heißt aufregend? Im Prinzip macht man ja öfters im Leben, ne? So. Alles klar, dann sage ich mal bis später. Macht es gut. Ciao. Hallo. Ja, er hängt. Geil? Ja? Hab ich gut gemacht. Jetzt muss ich hier natürlich noch ein bisschen aufräumen. Die Wand hat gehalten, die Halterung auch, er hängt, ja, besser geht es nicht. Jetzt packe ich den Fernseher ins Musikzimmer, mache hier alles sauber und dann, ja, dann haben wir aber immer noch kein Bild, weil wir haben keinen Receiver dafür. Ich wollte mir so ein Vipo TV oder irgend so was holen und dann mal gucken. Aber ich sage euch mal eins. Ich zeige euch das jetzt mal vom Bett hinten aus. Das ist doch nicht zu weit weg. Das ist doch geil. Das sieht doch gut aus, wenn jetzt noch sauber ist. Okay, Leute.